Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Food Diary, ein What I Eat in a Day Video. Und ja, ich bin eigentlich Vegetarierin, ernähre mich aber ganz gerne auch vegan und versuche das vor allem zu Hause einfach irgendwie durchzuziehen, weil es mir irgendwie total gut tut. Und ich verlinke euch unten in der Infobox alles Wichtige, was ihr dazu wissen müsst zu dem Video. Also zum Beispiel, wenn es ein Restaurant war, wo das genau ist und so weiter, dann könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr in London seid. Ja, und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Zum Frühstücken ging es zu einem kleinen Laden namens Caffeine. Ich verlinke euch unten die Adresse in der Infobox. Ihr werdet ihn auch nochmal in meinem Weekly Vlog sehen. Und es gab ein leckeres Veggie Baguette mit Grillgemüse, einen frisch gepressten Orangensaft, ein Banana Bread, Cappuccino mit Sojamilk und ein Lemon Curd Cake. Und es war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich kann es nur empfehlen. Ich musste natürlich auch sofort ein Foto auf Instagram posten. Einfach lecker. So, das ist mein Mittagessen. Es ist eine Pasta mit Okraschoten und Avocado. Ich habe die Pasta einfach schon gekocht gehabt die letzten Tage und jetzt nochmal in der Pfanne mit etwas Sesamöl auf ganz, ganz niedriger Hitze geschwenkt, weil das Sesamöl sollte man nicht so stark erhitzen. Dann die Okraschoten, die hatte ich auch vorher angebraten und ganz viele Sesamkörner bzw. Samen noch dazu getan. Die sieht man nicht so gut, weil sie die gleiche Farbe wie die Pasta haben. Dann noch etwas Knoblauch auch geröstet und dazu gegeben, eine halbe kleine Avocado. Die werde ich gleich noch so ein bisschen zermatschen. Und dann habe ich noch was von diesem veganen Streukäse, das ist so ähnlich wie Hefewürzsalz, einfach darüber gegeben, damit es noch ein bisschen mehr Geschmack hat. Außerdem habe ich noch ganz viel frischen Thymian dazugegeben in der Pfanne und noch ein paar andere Kräuter und Pfeffer und Salz natürlich. Zu trinken gibt es ganz viel Wasser mit Zitrone heute und in der Wasserflasche, seht ihr, habe ich diese Steine drin. Die sind dazu da, um das Wasser einfach wieder zu mineralisieren, weil ich trinke ansonsten auch nur Leitungswasser. Ich dachte, ich zeige euch mal kurz, was ich eingekauft habe. Es ist leider nicht so übersichtlich, weil alles eingepackt ist. Das hat mich sehr geärgert. Ich bin extra fast 2 Kilometer oder 2,5 Kilometer dorthin gelaufen und ja, dann musste ich dort einkaufen. Ich war mal bei Lidl. Ich bin total selten erst bei Lidl gewesen. Und deswegen gab es da leider nicht so viel ohne Plastik. Aber ohne Plastik habe ich eine wirklich riesige Mango. Also ihr seht ja vielleicht im Vergleich hier zu der Limette. Also die ist wirklich richtig, richtig schön groß. 2 Avocados. 3 große Stangen Lauch. Dann hier sind 2 so Koriander und Garlic, Knoblauch, genau, Knoblauch-Naans. Dann eine dunkle Schokolade, weil ich gerade voll Lust auf was Süßes hatte. Das hier sind Brokkoli und Blumenkohl gemischt. Fand ich ganz praktisch, weil wenn ich immer so einen großen Blumenkohlkopf kaufe, wird mir der meistens zur Hälfte irgendwie schlecht. Dann haben wir Trauben. 3 so riesige britische Mushrooms, wie so Portobello Mushrooms sind die quasi. Die nehme ich gerne als Ersatz für Burger Patties oder fülle die ganz gerne. Dann Frühlingszwiebeln, Rocket, also mir fehlen inzwischen teilweise schon die deutschen Wörter. Rucola, es ist Rucola. 2x Pak Choi, ganz cool. Dann den Curly Kale, Koriander. Und da hinten noch eine Sojamilch. Leider gab es nur eine gesüßte Variante. Das hat mich jetzt auch geärgert, aber ich muss mir gleich unbedingt nochmal einen Schwarztee machen, so als kleines Pick-me-up. Sonst überlebe ich den Tag nicht. Und Kaffee, weil der auch leer ist. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Ich wollte es jetzt mal testen einfach. Und ja, ich hoffe, dass der ganz gut schmeckt. Ansonsten, ja, wir trinken ohnehin nicht mehr so viel Kaffee, aber ein bisschen im Haus zu haben, schadet nie. Also fast nur Grünes. Ich habe gar keine so Grains, Getreidegeschichten, Reis oder so gekauft. Da haben wir noch ziemlich viel. Wir haben noch viel Quinoa und viel Couscous. Und ja, ein paar Bohnen haben wir auch noch. Deswegen habe ich sowas diesmal nicht gekauft. Aber es sieht sehr schön grün aus. Zeit für einen kleinen Snack. Ich habe mir hier so einen kleinen Teller gemacht mit roten und grünen Weintrauben und 2 großen Stücken dunkler Schokolade. Da ist keine Milch drin, aber dafür habe ich dann noch ein paar Pistazien. Ich liebe so eine Kombination aus so herzhafteren und süßen Sachen. Und die sind ungesalzen, deswegen schmecken sie jetzt nicht so super geschmacksintensiv, wie man das sonst kennt. Aber man gewöhnt sich da dran und es ist auch besser, die ungesalzen zu essen.
Außerdem habe ich mir eine riesige Kanne Schwarztee gemacht. Ein kleines Pick-me-up jetzt so am Nachmittag. Ich habe es heute wirklich nötig. Ja, und die gibt's hier mit der Sojamilch. Zum Abendessen gibt es ein selbstgemachtes Linsendal. Das besteht vor allem aus roten Linsen, ein paar Tomaten, Karotte. Was haben wir noch da drin? Kokosmilch. Außerdem ist da noch Kurkuma drin, ganz viele andere Gewürze noch, Zwiebeln und dann haben wir noch Koriander. Und dann gibt es noch ein Naanbrot. Das wäre dann, glaube ich, das Einzige, was nicht vegan ist. Ja, das ist auch mit Koriander und Knoblauch. Und die Suppe geht sehr, sehr schnell und die kann man auch sehr, sehr gut auf Vorrat vorbereiten. So, jetzt bin ich ganz schön voll. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu hungrig vom Zuschauen. Ich wollte noch ganz kurz euch auf meine neuen Videotage hinweisen, falls es euch nicht schon irgendwie aufgefallen ist. Und zwar gibt es jetzt immer montags optional einen Weekly-Vlog. Kann sein, dass der nicht immer kommt, aber bisher bin ich ganz, ganz gut dabei. Dann gibt es ein neues Video immer am Donnerstag und am Samstag. Also jetzt gibt es sogar ganze 3 Videos meistens, außer der Vlog fällt mal aus. Und ja, es sind zum einen mehr als sonst und es sind eben andere Tage. Ihr könnt ihn natürlich auch an jedem anderen Tag anschauen, je nachdem, wie ihr lustig seid und was ihr wollt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwie eine ganz tolle Food-Inspiration habt oder wenn ihr ein tolles Restaurant in London kennt, dann kommentiert doch total gerne mal unten. Das würde mich echt total interessieren. Vielleicht schaue ich dann da ja auch mal vorbei. Bei Essensinspiration bin ich immer offen. Ja, und ansonsten sehen wir uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Falls ihr jetzt noch weitere Food Diaries und Videos über Essen sehen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Und zwar habe ich euch hier eine Playlist von mir verlinkt. Außerdem findet ihr wie immer auch meine ganzen Social Media Kanäle unten in der Infobox. Bis bald!